In der vorderen Reihe näher beim bei der Station. Natürlich mehr als weiter hinten. Sieht okay aus. Jetzt bei den Mopeds habe ich ja gesagt, möchte ich noch Personen. Personen. Also ich kann kein Englisch. Wahrscheinlich lese ich es jetzt dann. Habe ich überhaupt People drin? Das ist jetzt noch die andere Frage, ne? Ich habe vieles, aber an Personen habe ich jetzt per se jetzt nicht gedacht, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich meinte, irgendwas hätte ich schon, aber nicht viel. Eben, das sind jetzt alles so Lernprozesse. Okay, was brauchst du? Was möchtest du? Weil eigentlich bis gestern habe ich primär nur Sachen installiert, die eigentlich für Bahnhöfe, also Gleisbau, alles, was so Eisenbahn, Bus, Tram technisch ging, aber nicht so Assets. Assets habe ich nur geholt, wenn ich genötigt wurde, die für einen anderen Mod habe ich mir die Assets reingeholt, damit das alles funktioniert. Deshalb mit Assets, da könnt ihr mir gerne Kommentare schreiben, welche ihr denkt, dass definitiv noch fehlt. Zum Beispiel People, ne? Die fehlen definitiv noch, so wie das aussieht. Ich bin ja jetzt schon bei der Hälfte. Und ihr seht, Assets für Züge, Lokomotiven, Bahnhofsachen, das ist das meiste gestern Abend dazugekommen. Doch, hier habe ich was. Aber das sind mit Warnwesten. Ist nicht schlecht. Aber ich bräuchte normale Personen und nicht irgendwie da Fachkräfte, die wir zum Beispiel in Bahnhöfen sagt schon, an Frachtterminals stellen mit Hubstapler, Renault Truck. People sieht schlecht aus, ne? Aber das hat mir auch so in der Ladereihenfolge, das ist einfach so. Aber dann muss das. Ich denke, wenn wir da eine Stelle haben, wo es wirklich ebenerdig ist. Genau, wenn es ebenerdig ist, dann sieht man wirklich den Effekt, den es bereithält. Und zwar hat man dann so ein wenig die Illusion, so eingelassene Schienen in Fundamente oder Straßen. Das wäre natürlich auch so ein Gebäude, was natürlich ein Träumchen ist, das mal irgendwo noch einzubauen. Aber aktuell noch keine Ahnung wie und wo. Aber das wäre so, könnte man ja mal machen. Da sind so britische Sachen, Hafenanlagen, Gebäude, so. Aber wie hieß es? Ich habe auch so eine Mod drin, die sagt schon, irgendwie so individuell oder automatische Anzeigen haben. Ich habe mir die nicht durchgelesen, ich habe die jetzt einfach mal installiert, weil ich irgendwie den Gedanken
im Kopf habe, ah, das könnte doch was sein. Was ist denn das? Ah, das ist einfach, wo du. Ja. Einfach. Das ist eine Besandungsanlage, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Also eben da Asset, ich habe mir einfach mal so Asset eingegeben und mal einfach das, was mir so ins Auge gesprungen ist, runtergeladen. Ja. Aber Menschen habe ich noch nicht. Also das heißt, das dürfte dann nach dieser Aufnahme dann entsprechend etwas sein, was dann zum Installieren ist. Hier haben wir jetzt mal das ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Wie sieht's hier aus? Hier würde ich gerne noch irgendwie einen einfachen Güterzug oder zwei machen, die dann pendeln, um einfach die Waren anzuliefern für die Stadt. Zitronen, die könnten wir zum Beispiel in Hogwarts könnten wir die nehmen und hier hinliefern. Also eigentlich mit einem größeren Frachtzug bis hier oder hier. Und dann umladen lassen mit einem kleinen, keine Ahnung, sagen wir Stadler Butler zum Beispiel. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier so ein kleines Nebengleis machen. Warte mal, wir müssten eigentlich auf das Schnellzuggleis hier unten gehen, sehe ich gerade. Ich muss mir das überlegen. Ja, wir müssen wahrscheinlich den Bereich hier ein wenig umstrukturieren, weil das ist dann schon bis hier hinten. Ich müsste das über eine Spitzkehre laufen lassen. Da könnten wir jetzt sagen, zum Beispiel, okay, kleiner Güterzug mit dem mit einer Diesellokomotive von die Dieselversion vom Stadler Butler holt hier die Güter ab, fährt hier vorne hin und fährt dann hier einmal zuerst auf der S-Bahn entlang. Da dazwischen könnte ich sogar noch das einfügen. Ja, dann müsste ich wie folgt das machen. Und zwar hier vorne die Kreuzung hinsetzen. Hier hinten dann den Haltepunkt machen. Ein sehr interessanter Migros, muss ich sagen. Sehr interessant. Dann könnte ich bis hier hinfahren. Dann geht er über die Weiche. Dann muss ich irgendwo hier nochmals einen Haltepunkt hinsetzen. Ist halt mit ziemlich vielen Haltepunkten versehen, muss ich zugeben. Aber da könnten wir dann auf die, ja, ich würde sagen, ich fahre. Wahrscheinlich hier auf 4 oder 5. Vermutlich 5. Kommt mir irgendwie vom optischen her am schönsten. Und dann Fracht von hier geht es dann einmal in die Stadt, wo die Zitronen zum Beispiel gebraucht werden. Das kann ich mir so
gut und gerne vorstellen, dass das dann so klappt. Ja, das denke ich. Das könnten wir doch jetzt eigentlich als nächstes auch gerade machen. Aber wir fahren mit dem zurück nach Lauter und von Lauter machen wir dann die entsprechende Route und auch die entsprechenden Umbauarbeiten, dass wir das in dem Ausmaße, wie ich mir das vorgestellt habe, dann hinkriegen. Mit dem Vibrator fahren wir jetzt einmal hier unten durch. Und das war auch. Ich habe mir lange überlegt, soll ich das nochmals ein wenig weiter zurückziehen, wegen hier unten zu enge Kurven, aber dann hat es doch irgendwie noch halbwegs vernünftig gepasst von der Geschwindigkeit. Ich wollte nicht da zu sehr weit runtergehen. Hier einfach Durchfahrt. Ja, bei den Städten merkt man schon, dass das ein wenig ins Stocken kommt. Hier wartet wahrscheinlich der Kollege wegen des Dampfzuges. Ja, die Vermutung war richtig. Die C56 ist da fleißig mit dem Sonderzug zwischen Lauter und Sulzheim am Verkehren. Was findet ihr hier auf der Strecke den Intercity einzukesseln, also hier in der Mitte auch noch Schallschutz und dort, wo der TGV ist, auch nochmal Schallschutz, einfach bei den beiden Gleisen zu machen, könnte ich sehen. Ich weiß nicht, ob das ja wirklich vom hier einfach so alles eigentlich komplett roter Bereich. Durchschnitt Wohngebäude hoch. Ja, geht eigentlich. Ja. So manche sind sehr stark betroffen, manche irgendwie so. Ja, sage ich gar nicht. Wir könnten hier auf der Seite, das sehe ich jetzt gerade noch. Schallschutz, das hatte doch ein Symbol. Nein? Mist. Ich habe so ein komisches Symbol im Kopf. Nein, das war es nicht. Das wird wahrscheinlich auch so mit der Zeit kommen, dass dann. Das ist doch das und das ist das. Kann das. Ja, so geht. Dann werde ich hier nochmals. So. So, und außerdem, jeder, der hier wohnt, der weiß, auf was er sich hier eingelassen hat. So. Könnten wir machen, finde ich jetzt aber nicht. So, bis hier, okay, weiter nicht. Ja, sieht nicht schlecht aus. So sind sie jetzt doch ein wenig geschützt. Gut, die Wolkenkratzer. Was ich eigentlich erstaunlich finde, dass eigentlich so viele Leute so hochwertige Gebäude gebaut haben.
74 ist da noch einer am Warten. Nö. Wartet aber auf freien Weg. Wieso fährst du wieder zurück? Myro ist 9, 10 ist unter Myro. Was geht jetzt schon wieder schief? Eins, zwei, passt. Wieso hat der wieder so das Problem, dass er nach Myro zurück wollte? Ich versteh's nicht. Ich muss mit dem mal schauen, was hier so das Problem ist. Das kann auf Dauer nicht so fortbestehen, weil hier hat sich jetzt alles aufgestaut. Und das darf nicht sein. Beim Weichen hätten die Signale, haben die. Also gibt es eigentlich kein Problem, weshalb die jetzt falsch fahren. Und das muss ich jetzt mal kurz überprüfen, woran das liegen könnte. Weil hier stimmt ja auch noch alles genau. 1 und das ist 2. Die warten mal kurz, bis der Sonderzug wieder abgefahren ist, also gehalten, sofern er etwas mitnimmt an Personen auf und mitnimmt und weiterbringt. So, jetzt fährt er auch schon ab. So, mit dem muss ich jetzt schauen, ob der unten wieder wechselt oder nicht. Wenn er wechselt, dann verstehe ich es nicht, ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht, warum der andere wieder auf dem falschen Gleise hier hin wollte. Weil alles ist ja eigentlich richtig eingerichtet, dass das geht. Und der Stau hätte niemals, ja, TGW staut sich auch. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. So. Ja, das ist halt, wenn man so Umbaumaßnahmen macht und dann einsetzt. Es kann im ersten Moment halt wirklich wieder so Probleme geben. Die setzen wir, ja, die analysieren wir und berichtigen die, damit das wieder dann in den richtigen Bahnen ist. So, jetzt kommt da die nächste S-Bahn, dann hat der TGW freie Fahrt. Seltsamer Mix. Ich habe jetzt bei Epidemic Sound habe ich einfach mal Hashtag Train eingegeben und das ist jetzt so der Mix, der kommt. Also da ist wirklich sehr breite Durchmischung. Ist der Kollege... Den hat es jetzt ins richtige Gleise gestoßen. Jetzt müssen wir den beobachten.
Der hielt jetzt natürlich, weil der andere... Gut. Dann hoffe ich, dass jetzt alles mit rechten Dingen zu und her geht. Die müssen jetzt natürlich alle wieder auseinandergefahren werden. Das kann jetzt durchaus seine Zeit gehen. Aber wird gut kommen. Ich meine, TGW und der hat, glaube ich, einen 13-minütigen Takt. Das wird schon richtig kommen. Also, jetzt heißt es eigentlich hier mal in den Gleisen die Möglichkeit zu schaffen, damit Güterzüge wenden können. Und ich fange mit dem unteren an. So. Ich mache jetzt auch ...2,50 mit 20 Metern, bitte. So. Hier brauche ich die und dann von der Frachtstation... ...dann werde ich nicht die 600 mm... ...80, 90, 100, 120... ...haben wir da die 250er... ...Pole-Type... ...so... ...so... ...bei mir braucht sie eigentlich per se nicht... ...einmal auf der Seite... Und einmal hier auf der und dann natürlich wieder die Signale. So. Die Signale. Und ich habe einfach hier Zwergsignale hingesetzt. Dann bin ich weniger verwirrt, wenn ich mal so überfliege. Das Ganze. Da sind... Ach Mist, da... Ja. Ich muss das kurz... So. Dass ich da überhaupt was... Ja, Mist. Ich muss da ein kurzes Stückchen haben. Und zwar aus dem Grund, damit ich Signale platzieren kann. Und außerdem, Gleise sind mehr als genug. Das sind 400 Meter. Also das haben wir... Hier meinte ich locker. Haben wir locker 400 Meter. So. Jetzt wieder Signale. Düpp. Düpp. Und düpp. Dann passt das. Die habe ich plus, auch wenn das länger ist. Wieso habe ich keine Musik mehr? Warte mal. Was nehmen wir?
So. Jetzt habe ich einfach mal Roadtrip eingegeben. Da können wir mal damit schauen. Jetzt muss ich mal kurz, weil das wird jetzt wahrscheinlich hier, genau, das kann ich so machen. Dann Gebäude. Und so. 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 Und jetzt. Alter, bin ich jetzt erschrocken. Mein Headset so. Charge complete. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Aber das gibt mir manchmal fast so den Löffel. So. Ja, da über der Überwerfung ist es manchmal ein wenig tricky, das genau zu treffen. Dann haben wir das, dann können wir wieder die Signalisation machen. So, plus minus auf gleicher Höhe. Dann, wenn da mal wirklich Züge stehen, dann, ja, da bin ich eigentlich doof gewesen mit der Positionierung. Genau, eigentlich hinter dem Pfosten. Ja, das ist das ewige Leid. So. Aber wir haben es geschafft. Dann habe ich ja gesagt, der fährt auf der S-Bahn bis nach vorne. Dann das hier. Keine Ahnung, aber das gefällt mir gerade so. Da, 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 da. So mit 150. Ich weiß nicht, aber die Schiene hat manchmal wirklich Probleme. Gebäude. Jupp. Wieso hast du jetzt auf einmal Kollision? Hä? So. Ich habe doch nichts verändert. I don't know. So, jetzt habe ich gesagt, hier, da muss ich jetzt ein klein wenig ausholen. Einfach aus dem Grund. Glaube, da habe ich mit 200 bin ich raus. So, Gebäude. So, so ist es jetzt wieder gegangen. Es ist. Manchmal sind es Mysterien. Na komm. So, nochmal so ein wenig zurück. Nun ja. So, dann soll das gehen. Von hier bitte. Musst du auf.
Habe ich da noch eine weitere Weiche? No. Aber wir könnten das auf... Ach so, das ist der Kollege. Auf den hier. Dann hier nach vorne bis und mit, sagen wir hier. Hier. Und dann den Fracht. Dann wieder zurück. Auf den unteren. Auf den. Und dann passt das. Dann machen wir das. Cargo. Du Lieferer. Solzheim. So. Jetzt muss ich da bei Solzheim den noch auf die 5 verlegen. Ja. Ja. Und dann können wir, das wäre der mittlere. Darf ich bitte da. Der mittlere. Jetzt überlegt, habe ich ja gesagt, den Diesel Stadler Butler. Jetzt muss ich den kurz raussuchen, den. Ja gut, in der Cargo-Variante können wir den ganz gut und gerne behalten. Jetzt den einmal so. Dann Cargo. Cargo brauchen wir ziemlich, bräuchten wir eigentlich dies. Was haben die? Fässer braucht es nicht, weil die kommen eigentlich von oben schon selbst. Zigaretten, Bomben, dieses Mittelchen, also Bomben, Zigaretten, Mittelchen, Zitronen und Backsteine. Backsteine könnte der zum Beispiel nicht. Der könnte zum Beispiel nur Stahl. Nur Stahl. Dieser Kollege könnte Zitronen, Bomben, Mittelchen, Zigaretten, aber keine Backsteine. Kann der Backsteine? Backsteine, Zigaretten, Zitronen, Bomben, Mittelchen. Stimmt das? Mittelchen, Bomben, Zigaretten, Zitronen und Backstein. Dann werde ich... Ich probiere das mal mit der Länge. Wir machen zuerst mal ein, dass wir sehen, funktioniert das so, wie wir das uns vorgestellt haben. Auch wenn jetzt noch gar keine Fracht transportiert wird, es soll zuerst nur mal funktional klappen. Und ich liebe den Stadler Butler.